Herzlich willkommen beim Pressbriefing des Science Media Center. Mein Name ist Iris Proff. Ich bin Redakteurin für Klima und Umwelt. Wir sprechen heute über den Global Tipping Points Report, einen internationalen Bericht über Kipppunkte, der in der kommenden Nacht erscheint. Der Bericht und alle Aussagen, die in diesem Pressbriefing getroffen werden, stehen bis morgen Mittwoch um 1 Uhr nachts unter Sperrfrist. Das ist ganz wichtig. Der Bericht wurde angeleitet von der Universität Exeter in England und über 200 Forschende aus 26 Ländern waren daran beteiligt. Mitfinanziert wurde das Ganze vom Bezos Earth Fund. Der Bericht behandelt zwei verschiedene Arten von Kipppunkten. Einerseits geht es um Kipppunkte im Erdsystem. Einige von diesen könnten durch den Klimawandel schon bald erreicht werden, sagt der Bericht. Es geht dabei um Dinge wie den Zusammenbruch von Ozeanströmungen, das Absterben des Amazonas-Regenwaldes oder das Abschmelzen großer Eisschilde. Andererseits behandelt der Bericht soziale Kipppunkte. Dabei geht es vor allem um sogenannte positive Kipppunkte, die also, wenn sie erreicht werden, dem Klimawandel entgegenwirken. Beispiele dafür sind zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien oder die E-Mobilität. In beiden Fällen, bei den Erdsystemen und den sozialen Kipppunkten, beschreibt ein Kipppunkt den Moment, ab dem plötzlich nonlineare, unaufhaltbare und unumkehrbare Veränderungen einsetzen und das System in einen qualitativ anderen Zustand übergeht. Der Bericht formuliert außerdem eine ganze Reihe von Empfehlungen oder Appellen an politische EntscheidungsträgerInnen, wie diese Kipppunkte abwenden oder sich darauf vorbereiten können oder bei positiven Kipppunkten diese gezielt herbeiführen. Die Kipppunkte sind, und auch das will ich hier einmal anmerken, in der Forschung durchaus umstritten. Denn einige Klimaforschende warnen davor, dass Kipppunkte für die Kommunikation von Klimarisiken nicht so wahnsinnig gut geeignet sind, weil wir einfach zu wenig darüber wüssten oder weil die Auswirkungen oft erst über die nächsten Jahrhunderte hinweg spürbar seien. Über die Kernaussagen des Berichts und auch über diese Kritik daran diskutieren wir heute hier mit zwei AutorInnen des Berichts und einem unabhängigen Forschenden. Schön, dass Sie alle hier sind. Ein Hinweis vorab an die JournalistInnen. Ihre Fragen stellen Sie bitte in den F&A-Bereich, nicht in den Chat. Und eine Videoaufzeichnung des Pressbriefings schicken wir Ihnen heute noch zu. Ein Transkript finden Sie morgen auf unserer Webseite. Und wenn Sie es schneller brauchen, dann können Sie ein maschinell erstelltes Transkript bei uns anfragen. Dann einfach eine E-Mail schreiben an redaktion@sciencemediacenter.de. Damit möchte ich unsere drei Forschenden gern einmal vorstellen. Jonathan Donges ist Leiter der Arbeitsgruppe Erdgesamtsystemanalyse am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dem PIC. Und er ist leitender Autor der Section 2 des aktuellen Berichts. Dabei geht es vor allem um die Auswirkungen von Kipppunkten. Caroline Zimm ist Wissenschaftlerin am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, dem IASA, in Luxemburg, Österreich, und sie ist leitende Autorin der Section 4 zu positiven Kipppunkten. Und Gerrit Lohmann ist unser unabhängiger Forschender hier. Er war nicht an dem Bericht beteiligt. Er forscht aber ebenfalls zu Kipppunkten und zwar leitet er die Arbeitsgruppe Dynamik des Paläoklimas am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Herzlich willkommen. Herr Donges, meine erste Frage geht an Sie. Sie haben ganz zentral an dem Bericht mitgewirkt. Könnten Sie uns einmal die Kernaussagen der ersten zwei Kapiteln, da geht es also um die Kipppunkte im Erdsystem und deren Auswirkungen, zusammenfassen? Genau, sehr gerne. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Der Bericht ist ja sehr lang. Der Bericht stellt fest, also erstmal im ersten Abschnitt, in dem es den Stand der Wissenschaft zu den Kipppunkten im Erdsystem geht, das heißt im Klimasystem, in der Biosphäre. Es wurden mehr als 25 Systeme erfasst, die Kipppunkte möglicherweise besitzen. Und dazu wurden Erkenntnisse aus der Paläoklimaforschung, aus aktuellen Beobachtungen des Erdsystems und aus Computersimulationen zusammengeführt und synthetisiert. Wir stellen fest, dass
einige dieser Kippelemente im physikalischen und biologischen Erdsystem nicht länger als, wie das früher immer war, als High Impact, Low Likelihood Events bezeichnet, also hohe Auswirkungen, niedrige Wahrscheinlichkeit, sondern dass es inzwischen auch Evidenz gibt, dass manche man eher als High Impact, High Likelihood Events betrachten muss. Also hohe, großer gesellschaftlicher Impact und möglicherweise hohe Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt unter globaler Erwärmung. Es gibt verschiedene Treiber, die Kippelemente destabilisieren können. Besonders wichtig ist natürlich der anthropogene Klimawandel, die globale Erwärmung, aber auch Faktoren wie Biodiversitätszerstörung, Entwaldung, Verschmutzung des Wassers und so weiter können eine Rolle spielen, die Kippelemente weiter zu destabilisieren. Schon heute bei 1,2 Grad globaler Erwärmung ist es wahrscheinlich, dass Korallenriffe in den Tropen kippen. Und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vier verschiedene andere Systeme ihre Kipppunkte überschreiten oder bereits überschritten haben, nämlich das grönländische Eisschild und das westantarktische Eisschild, die nordatlantische Subpolarwirbelzirkulation und Teile der Permafrostsysteme. Wenn 1,5 Grad Erwärmung überschritten würden, dann wäre es wahrscheinlich, dass es zu weitreichender Sterblichkeit von Korallenriffen in den Tropen kommt und dass eben drei weitere Kippsysteme destabilisiert werden können, nämlich der boreale Nadelwald, Mangrovenwälder und also Salzwasserwiesen. Bei 2 Grad globaler Erwärmung und oberhalb von 2 Grad globaler Erwärmung werden dann weitere Systeme möglicherweise destabilisiert, wie der Amazonas-Regenwald, Teile des ostantarktischen Eisschildes. Jetzt ist es wichtig, dass diese Kippelemente nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass es zunehmend auch Evidenz gibt, dass die sich gegenseitig beeinflussen, sodass es zu Kaskaden und Dominoeffekten kommen kann. Dass zum Beispiel, wenn ein Kippelement angestoßen wird, dadurch dann mittel- und langfristig andere Kippelemente auch kippen können. Außerdem gibt es Evidenzen, dass aus Erdbeobachtungsdaten sogenannte Frühwarnsignale, dass manche dieser Kippelemente im Moment schon ihre Stabilität verlieren. Beispiele dafür sind das grönländische Eisschild, die atlantische thermohaline Umweltströmung und der Amazonas-Regenwald. Der Bericht zeigt auch, dass die Risiken, dass diese Kippelemente destabilisiert werden, minimiert werden können durch eine sehr schnelle Reduktion von der menschlichen Treiber der globalen Erwärmung, also insbesondere einer sehr schnellen Reduktion der Treibhausgasemissionen mit Netto Null im Jahr 2050. Jetzt zu den Auswirkungen dieser Kipppunkte, das ist Abschnitt 2 des Berichts. Auswirkungen, wenn Kipppunkte im Klimasystem, in den biologischen Systemen überschritten werden, würde das sehr weitreichende und vielleicht katastrophale Auswirkungen auf menschliche Gesellschaften, aber auch die Natur, die Biosphäre haben. Beispiele dafür sind zum Beispiel der mögliche Kollaps oder teilweise Kollaps des Amazonas-Regenwaldes, das Abschmelzen von Eisschilden, das Auftauen des Permafrostes und ein Zusammenbruch der atlantischen Umweltströmung. All diese Systeme, all diese Kipppunkte hätten sehr große Auswirkungen auf unsere Wasserversorgung, auf die Nahrungsmittelversorgung, auf Energiesicherheit, Gesundheit, Ökosystemdienstleistungen, aber auch lokale Gemeinschaften und im größeren Stil dann die Wirtschaft. Zwei Beispiele dafür sind, dass eine Instabilität des antarktischen Eisschildes schon innerhalb dieses Jahrhunderts zu einem Meeresspiegelanstieg von 2 Metern führen könnte, was dann ungefähr 500 Millionen Menschen jährlichen Überflutungsereignissen an den Küsten aussetzen würde. Ein anderes Beispiel ist, dass ein Kipppunkt eine Destabilisierung der atlantischen Umweltströmung, der AMOC, dazu führen könnte, dass es zu weitreichenden Veränderungen von Wetter- und Klimamustern kommt. Und damit eben zu reduzierten landwirtschaftlichen Ernten und damit zu großen Auswirkungen auf die Nahrungssicherheit. Es gibt aber auch der Bericht, und das vielleicht noch kurz, der Bericht beschäftigt sich auch mit möglichen negativen sozialen Kipppunkten, die durch den Klimawandel ausgelöst werden können. Das heißt, Kipppunkte innerhalb der Gesellschaften selbst, die eben negative Auswirkungen hätten. Und Beispiele dafür, wo der Bericht Forschung zusammenführt,
die es dazu schon gibt, sind Kipppunkte in dem sozialen Zusammenhalt allgemein, zunehmender Radikalisierung und Polarisierung und auch dem Zunehmen von Problemen in der mentalen Gesundheit. Diese Kipppunkte hätten das Potenzial, eben zu gewaltsamen Konflikten, Massenmigration und finanzieller Instabilität zu eskalieren. Diese negativen sozialen Kipppunkte könnten also die Anstrengungen, die wir heute auch jetzt gerade bei den Klimaverhandlungen bei der COP unternehmen, um eben den Klimawandel einzuschränken, zum Beispiel diese Anstrengungen könnten unterminiert werden und die Kapazität der Gesellschaft und der Politik mit diesen negativen Folgen des Klimawandels umzugehen und den Klimawandel aufzuhalten, könnte eben dadurch deutlich verringert werden. Außerdem gibt es Evidenzen, dass auch die negativen sozialen Kipppunkte in Kaskaden verbinden können, sodass es auch hier zu Risikokaskaden kommen kann. Und das ist aber insgesamt, muss man sagen, zu diesen negativen sozialen Kipppunkten gibt es deutlich weniger Forschung bisher. Das ist ein deutlich, aber auch ein untererforschtes Gebiet. Das heißt, hier ist sehr viel mehr Forschung notwendig, genauso wie auch bei den Erdsystemkipppunkten, wo die Forschung schon robuster ist. Es gibt deutlich mehr Forschung, aber auch hier ist deutlich mehr Arbeit notwendig. Das hebt der Bericht auch hervor, um die Robustheit der Ergebnisse noch weiter zu erhöhen und um auch zum Beispiel noch genauere Wahrscheinlichkeitsabschätzungen zu geben, ab welchen Temperaturen bestimmte Kipppunkte überschritten werden könnten. Genau, so viel erstmal von mir. Vielleicht eine kurze Nachfrage dazu. Die Beispiele, die Sie jetzt gegeben haben zu den Erdsystem-Kipppunkten, wie der mögliche Zusammenbruch des Amok oder des grönländischen Eisschildes oder das Absterben des Amazonas-Regenwaldes, das ist ja eigentlich so schon alles bekannt gewesen. Was leistet der Bericht hier wirklich Neues oder ist es mehr ein Zusammentragen von dem, was bereits bekannt ist über Kipppunkte? Genau, der Bericht ist, ein Bericht ähnlich wie die IPCC-Berichte, wo ja auch keine neue Forschung gemacht wird, sondern bestehende Forschung synthetisiert wird und zusammengetragen wird. Insofern ist das, aber für das Thema der Kipppunkte ist es die größte bisherige Anstrengung, das zu tun. Aber es sind eben ganz bewusst keine neue Forschung, sondern eben ein Zusammentragen existierender Forschung. Dankeschön. Dann, Frau Zimm, meine zweite Frage geht an Sie. Sie haben sich in Section 4 mit positiven sozialen Kipppunkten beschäftigt und damit beschäftigt sich auch Ihre eigene Forschung. Was ist gemeint mit positiven sozialen Kipppunkten und was muss passieren, damit diese erreicht werden können? Was sagt uns der Bericht darüber? Ja, vielen Dank für die Frage und für die Einladung zum Gespräch. Es ist echt schön, dass da so eine große Aufmerksamkeit ist, obwohl natürlich durch die COP gerade sehr viel Ablenkung herrscht. Noch einmal zu der Definition, die Sie ja eingangs schon erwähnt haben, was positive soziale Kipppunkte sind. Also das ist von uns jetzt ein normatives Framing in dem Sinne, dass alles, was erstrebens- oder wünschenswert oder gewollt ist aus gesellschaftlicher Sicht, um negative Erdsystemkipppunkte zu vermeiden. Das heißt, der Hauptfokus liegt darin, alles, was uns hilft dabei, Treibhausgasemissionen so rasch wie möglich zu reduzieren, um eben negative Erdsystemkipppunkte zu vermeiden. Wir haben dann diese positiven Kipppunkte auch noch ein bisschen weitergefasst in manchem Sinne, damit wir auch mitbedenken, dass man auch viele sozialen Wandel herbeiführen könnte, der aber vielleicht sich dann sehr stark auf Ungleichheiten in Gesellschaften auswirkt. Das heißt, wir haben ein bisschen eine breitere Sicht in dem Sinne, dass wir sagen, okay, im Idealfall sollte das generell eine gerechtere und auch eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen. Und eben negative Auswirkungen mitbedenken bei diesem schnellen Wandel, den wir da vor uns haben. Zu den Fragen und vielleicht auch das, was Jonathan gerade gesagt hat, was ist jetzt neu an dem Bericht? Also wir haben auch im Kapitel 4 eben zu sozialen, also positiven Kipppunkten in Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft, haben wir einerseits assessed, was bereits da ist an Literatur, aber wir haben eben auch versucht, das Ganze auf eine breitere und ein bisschen holistischere Basis zu stellen. Das ist einerseits das, dass wir versucht haben, auch Beispiele aus unterschiedlichen Ländern darzustellen, weil es ist nicht one size fits all. Es gibt unterschiedliche sozioökonomische und infrastrukturelle Startpunkte in verschiedenen Ländern. Und in unserem Bericht zeigen wir eben Beispiele für verschiedene Länder, wo man sieht, wie das funktionieren könnte.
Das liegt auch daran, dass wir eben eine sehr breite und sehr diverse Autorenschaft haben, von sehr unterschiedlichen Disziplinen und auch aus unterschiedlichen Regionen, also von Technologieforschern, Politikwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, Agrar- und Energieökonomen, das ist alles dabei. Das ist eben eine ganzheitlichere Betrachtungsweise. Was auch neu ist, ist eben die Linse, die wir da draufgelegt haben, ist, wir haben versucht, wegzugehen von einem sehr starken Technologiefokus. Und haben uns überlegt, okay, wie sind diese Systeme, die wir eigentlich ändern wollen, wie hängen die zusammen und wo können dann verschiedene Kipppunkte an verschiedenen Stellen aktiv werden und sozusagen den schnellstmöglichen Wandel herbeiführen. Da haben wir eine Logik angewandt, vor allem für diese großen, starken Sektoren mit großen Emissionen, also Energie, Mobilität, Verkehr und auch die Nahrungs-, also Ernährungssektor sozusagen. Und da haben wir uns dann immer angeschaut, wenn ich eben, der Hauptpunkt ist ja, wir wollen Emissionen so schnell wie möglich reduzieren. Ich kann das auf unterschiedliche Art und Weise tun, weil so wie wir heute leben, ist das sehr stark mit Emissionen verbunden. Ich kann als ersten Schritt schauen, kann ich das vermeiden, was ich tue? Als zweiten Schritt könnte ich schauen, kann ich das verändern, verlagern, wenn ich etwas tue? Oder als dritten Schritt kann ich das verbessern, ja? Und um als Beispiel, das Sie auch am Anfang genannt haben, Sie haben die E-Autos genannt, die ja als oft als Kipppunkt gesehen werden. E-Autos wären sozusagen eine Verbesserung einer existierenden Technologie, wo ich höhere Effizienzen erreiche. Ich kann aber genauso gut schauen, ob ich mein System so umbaue, dass ich eigentlich gar keinen Individualverkehr brauche, sondern dass ich auf öffentlichen Verkehr umsteigen kann oder auf aktive Mobilität wie Gehen oder Radfahren. Aber ich könnte auch im ersten Schritt, ganz am Anfang, könnte ich schauen, ob ich überhaupt Mobilität brauche, weil ich habe vielleicht eine Stadt der kurzen Wege und dadurch wird Mobilität gesamt reduziert. Und was oft ist, dass der Fokus am Ende auf der Technologie liegt. Aber was wir versucht haben darzustellen, ist, dass wir verschiedene positive Kipppunkte sowohl für was kann ich vermeiden, was kann ich verlagern und dann am Schluss eben verbessern dargestellt haben. Und das haben wir für sowohl Energie als auch Ernährung und Mobilität gemacht. Und dann haben wir das Ganze eingebettet noch in eben unterstützende Systeme, wie zum Beispiel das Finanzwesen, Sozialsysteme, Politik, Verhalten oder Digitalisierung, all diese Dinge, die parallel dazu auch selber Kipppunkte zeigen können, aber die relevant sind, um eben förderliche Bedingungen darzustellen, um Kipppunkte dann zu ermöglichen. Weil was eine der Kernaussagen des Berichtes ist, Kipppunkte passieren nicht einfach so, die entstehen nicht aus der Luft in sozialen und wirtschaftlichen Systemen, sondern sie müssen aktiv gefördert werden. Und das können auch nicht Akteure oder Akteurinnen alleine, sondern das bedarf eines Zusammenspiels auf unterschiedlicher Ebene und auch von verschiedenen Bereichen. Also sei das jetzt Politik, Industrie oder Zivilgesellschaft. Und auch ein Punkt, das ist auch schon etwas, was Jonathan gesagt hat, wo wir eben darstellen in diesem Bericht, dass soziale oder positive Kipppunkte ähnlichen Mustern folgen können, wie Erdsystemkipppunkte ist, dass es da auch Kaskaden oder Dominoeffekte geben kann, die dann sich selbst verstärken und aber auch im positiven Sinne zu schnellerem Wandel als erwartet führen können. Ein Beispiel ist hier aufgrund der sich anbahnenden Kipppunkte eben im Bereich der Elektromobilität gibt es eine höhere Nachfrage und sehr viele Innovationen im Bereich der Batterieforschung. Das reduziert dann die Kosten. Und das ist aber nicht nur für die E-Mobilität relevant, sondern auch für beispielsweise erneuerbare Energien und deren Speicherung. Und das kann dann sowohl innerhalb eines Sektors zu sehr schnellem Wandel führen, aber auch sektorübergreifend. Und das sind solche Kaskaden- und Dominoeffekte, die wir auch darstellen. Und zu guter Letzt, noch einmal würde ich sagen, dieser Fokus auf, dass man mitbedenken muss, wenn wir da, also es ist eine Chance, positive Kipppunkte sind eine Chance für uns, dass wir in eine gerechtere, resilientere und nachhaltigere Zukunft kommen, aber das muss man aktiv steuern, wie sagt man auf Deutsch, aktiv leiten. Also, ja. Eine Nachfrage dazu, damit das noch ein bisschen deutlicher wird, was genau diese Kipppunkte im sozialen Bereich meinen. Also Sie haben jetzt das Beispiel E-Mobilität angesprochen. Wo genau würde da ein Kipppunkt liegen? Und warum nennen wir das einen Kipppunkt, nicht einfach eine Veränderung? Es ist einfach ein schnelleres, ein sich selbst verstärkendes Moment. Also eine Veränderung, es kann sein, also inkrementelle Veränderung ist ja, es wird ein bisschen besser. Aber das sind einfach exponentielles Wachstum, wo wir dann sehen, dass gewisse Marktanteile man einen Punkt erreicht hat, wo sozusagen die E-Mobilität dominiert. Und so wie auch im Fall von Erdsystem-Kipppunkten gibt es da auch Frühwarnindikatoren, die dann eben zeigen können, wir sehen jetzt hier, dass dieser Markt eigentlich sozusagen shiftet. Alles klar, Dankeschön.
Dann, Herr Lohmann, meine dritte Eingangsfrage an Sie. Sie sind nicht an dem Bericht beteiligt gewesen, beschäftigen sich aber auch mit Kipppunkten im Erdsystem. Daher meine Frage: Sind die Aussagen des Berichts zu den Kipppunkten bei Meeresströmungen und in der Kryosphäre, also bei Eis, Ihrer Ansicht nach von der Forschung gut belegt? Oder gibt es hier Unsicherheiten, die der Bericht nicht ausreichend adressiert? Also ich habe die Berichte jetzt ein paar Tage lang überflogen, nicht im Detail gelesen. Die Sachen, die ich sofort verstehen kann, man sieht, es wäre irre Arbeit, dass die Sachen zusammenzubringen und der Versuch, dass man daraus ein kohärentes Bild macht. Das ist, finde ich, sehr begrüßenswert. Ich würde sagen, im Detail ist vielleicht nicht alles ganz richtig, aber das ist jetzt meine Sichtweise. Wenn da feste Schwellenwerte angegeben werden, bei der Kryosphäre, meinetwegen westantarktischer Eisschild 1 bis 3 Grad, wird gar nicht gesagt, zum Beispiel, dass welche Temperatur damit gemeint ist. Also das ist nicht die Oberflächentemperatur. Also ich würde sagen, man merkt durch die Ganz kurz, einfach ich glaube, das ist noch nicht ganz klar geworden. Können Sie noch mal genauer durch die sagen, was Sie damit Menge, meinen? Worauf ja. beziehen sich die 1 bis 3 Grad? Als ein Beispiel in der Tabelle wird angegeben, werden so bestimmte Zahlen genannt, Grönland oder westantarktischer Eisschild, ist mir aufgefallen. Westantarktischer Eisschild ist zum Beispiel nicht durch die Atmosphärentemperatur ein möglicher Kipppunkt, sondern eher durch die Ozeantemperaturen in ein paar hundert Meter Tiefe. Das heißt, also da würde man sagen, hätte man vielleicht etwas expliziter sein können, und dadurch wird es auch nicht richtig. Aber das, denke ich, liegt daran, dass man sich wirklich die Mühe gegeben hat, alle möglichen Aspekte von Kipppunkten im System und darüber hinaus zu charakterisieren. Das ist sehr löblich. Was ich auch sehr gut finde, der Versuch, dass man auch sagt, was eben nicht Kipppunkte sind. Also das finde ich sehr gut. Zum Beispiel der Meereisrückgang oder auch Permafrost, dass man explizit auch das ausgearbeitet hat. Was sind Kipppunkte und was sind keine Kipppunkte? Also wo man, die auch gefährlich sind oder vielleicht sogar in mancherlei Hinsicht gefährlicher, Extremereignisse gehören auch dazu, die für den Menschen wirklich gravierende Auswirkungen haben werden, aber nichts mit Kipppunkten zu tun haben. Das gefällt mir sehr gut, dass man auch so begrifflich versucht, das auseinanderzuhalten. Ich würde sagen, im Einzelfall gefällt mir nicht so gut, dass man eigentlich so overconfident ist ein bisschen, also dass man eigentlich die Unsicherheiten noch in meinen Augen viel zu klein gemacht hat. Also in den paar Beispielen, die ich überblickt habe, ist das so, da würde ich größere Unsicherheiten angeben. Also man weiß eben im Grunde genommen doch relativ wenig im System und da würde ich sagen, hätte ich etwas anders gemacht. Woher rühren diese großen Unsicherheiten bei Kipppunkten? Also, und worauf beziehen die sich? Beziehen sie sich darauf, wo, bei wie viel Grad Erwärmung zum Beispiel ein Kipppunkt erreicht wird? Oder was genau meinen Sie damit? Genau, also als ein Beispiel westantarktischer Eisschild, da knabbert sozusagen der warme Ozean unten am Eisschelf rum und wenn das zu viel rumknabbert, dann wird das Ganze instabil und man hat dann Meeresspiegelanstieg von 3 bis 5 Metern. Und wie kommt die Wärme eigentlich dahin an dieses Eisschelf, also unter das Eis? Das hängt dann wieder von Ozeanströmung ab, das hängt wieder vom Wind ab. Und an welcher Stelle knabbert das eigentlich an? Das sind alles Unsicherheiten, die verlangen nach mehr Daten und auch nach besseren Modellen. Man muss sagen, die Modelle fangen damit eigentlich erst gerade an, das auszuarbeiten. Und da sieht man im Grunde auch viele Wenn und Abers. Und da würde ich sagen, so ein Bereich 1 bis 3 Grad ist nicht explizit genug. Erstmal betrifft es den Ozean und nicht die Atmosphäre. Und dann ist der Bereich meines Erachtens noch größer, der Unsicherheitsbereich. Was natürlich wichtig ist, das zu dokumentieren, weil man dann noch erheblich mehr Forschung braucht. Wenn der Unsicherheitsbereich wirklich groß ist, also dann würde ich sagen, sollte man etwas vorsichtiger sein. Dankeschön. Herr Donges, ohne ins Detail zu gehen über diese 1 bis 3 Grad und so weiter, möchten Sie kurz darauf reagieren? Ja, das kann ich gerne machen. Also wir haben ja, ich hatte das ja auch schon in meinem Eingangsstatement gesagt, dass der
der Bericht ja auch, also wir stellen explizit fest, dass es mehr Forschung braucht und dass es eben große Unsicherheiten gibt. Das ist sicherlich genau eine Frage, wie das dann im Detail von den verschiedenen Autoren in den verschiedenen Kapiteln aufgeschrieben wurde. Und wir sind tatsächlich, also ich stimme zu, dass gerade im Bereich der auch der Modellierung von diesen Kipp-Elementen einfach ein großer nächster Schritt notwendig ist. Und wir organisieren gerade am PIC dann ein großes Modellvergleichsprojekt, das nennt sich Tipping Points Model Intercomparison Project, wo wir genau das angehen werden. Also das ist im Prinzip, wo die Community hingeht. Dankeschön. Dann nochmal der Hinweis an die Journalistinnen. Es sind jetzt einige Fragen eingegangen. Tragen Sie ruhig weiter fleißig Fragen an, ein. Wir gehen jetzt zu den JournalistInnen-Fragen über. Frau Zim, die erste Frage geht an Sie. Ein Journalist fragt: Kippelemente können meines Wissens kaum zurückgekippt werden, nachdem sie einmal aktiviert wurden. Gilt es auch für die sozialen Kippelemente? Welche weichen die Definitionen von den Kipppunkten von Erdsystemen und der Gesellschaft voneinander ab? Und wenn ja, wo? Ja, also vielen Dank für die Frage. Ja, dieser Faktor der Irreversibilität ist natürlich bei Gesellschaften besonders schwierig, weil in der Theorie könnte man alles Mögliche wieder zurückdrehen sozusagen. Wir waren da sicher, wir haben andere Zeithorizonte als die Erdsystemwissenschaften, die da auf langere Zeithorizonte operieren. Aber wir sagen schon, dass das ein Kippelement ist, wenn man eben diesen exponentiellen Wandel sieht, was dann in 100 Jahren sein wird in Bezug auf die Gesellschaft, das können wir natürlich nicht sehen, weil wir da nicht in die Glaskugel schauen können. Deswegen sind diese Konzepte natürlich für Gesellschaften, die doch sehr auch komplexe Systeme sind, so wie die Erde, ein bisschen herausfordernder. Und eine dazu passende Frage vielleicht: Gibt es überhaupt eine einheitliche Definition eines Kippelementes, die tatsächlich allen Studien zugrunde liegt, die in diesem Bericht betrachtet wurden? Also wir haben dann in dem Bericht selber diese Definitionen auch zusammengefasst und sie dann für die unterschiedlichen Bereiche, also Erdsysteme und Sozialsysteme, für unsere Anwendung neu definiert. Und da hatten wir aber auch die Herausforderung, dass natürlich, das sehen Sie dann im Glossar des Berichts, dass die Studien, auf denen wir aufbauen, teilweise unterschiedliche Definitionen verwenden. Und es gibt natürlich auch verschiedene Disziplinen, die verschiedene Konzepte anwenden. Also jetzt eine Diffusionskurve. Gibt es seit langem in der Technologieforschung, aber die passt natürlich auch in dieses Konzept der Kippelemente. Aber die Kippelemente versuchen das zusammenzufassen und dann noch dieses ganze Ökosystem herum zusammen weiter in dem Detail zu analysieren. Und dann noch eine Frage von mir hinterher. Hat man bei den sozialen Kippelementen nicht auch das Problem, dass es schwierig ist, den räumlichen Rahmen zu definieren? Also gibt es dann ein Kippelement für die E-Mobilität in Deutschland und eins für die in der EU und eins global? Oder wie schlüsselt man das auf? Ja, genau. Also weil natürlich, es ist immer die Frage, welches System sehe ich mir an? Und es ist natürlich oft, es war auch die Frage im Chat, habe ich gesehen, eben wie kann das definiert werden und gibt es da eine Schwelle sozusagen? Und genau weil eben soziale Systeme so komplex sind, ist es nicht so, dass ich sagen kann, immer wenn ich 5% E-Autos habe, habe ich einen Kipppunkt erreicht oder so. So ist es nicht, weil ich brauche dann rundherum diese Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass das dann auch umgesetzt wird. Das ist dann sehr unterschiedlich. Allerdings ist der Fall von Kostenparität gerade bei Technologien ein sehr starker Indikator davon, dass man diesen Punkt erreicht hat, auch wenn natürlich dann in manchen Fällen aufgrund von Lock-ins oder Vested Interest das in einzelnen Ländern noch immer nicht reicht, wenn ich Kostenparität erreicht habe. Aber es ist von dem her zu sagen, dass es natürlich immer noch pro System oder Bereich individuell anders sein kann. Da kamen jetzt zwei Begriffe vor, bei denen ich nicht sicher bin, ob die alle kennen. Das ist einmal Lock-ins und einmal Kostenparität. Können Sie die kurz erklären? Ja, also Lock-in ist sozusagen, wenn ich aufgrund von einer Fahrtabhängigkeit in einer Technologie drin bin, wo es sozusagen auf kurze Frist, selbst wenn eine andere Technologie günstiger wäre, es vielleicht nicht dazu führt, dass ich diesen Pfad verlasse, aufgrund der bestehenden Infrastruktur. Und die Kostenparität ist die, also wenn zwei Technologien aufgrund ihrer Kosten miteinander konkurrieren können. Und das sehen wir jetzt eben bei Erneuerbaren. Das ist auch auf die Frage, die im Chat angeführt wurde. Also mittlerweile sind Solar und Wind in vielen Bereichen einfach günstiger oder die günstigsten Technologien. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir hier also confident, also wie sagt man, dass wir sagen können, dass wir hier den Kipppunkt erreicht haben.
Und bei der E-Mobilität, darauf zielte die Frage der Journalistin ja auch ab, kann man da auch so einen bestimmten Schwellenwert definieren? Also zum Beispiel, wie hoch muss der Anteil der E-Autos sein, um eine Kaskade im Bereich Mobilität auszulösen? Ja, also das haben wir in einzelnen Märkten, sind wir da sehr nah am Kipppunkt. Das zeigt auch der Bericht. Da haben wir auch diese Frühwarnindikatoren analysiert. Also ich meine, Märkte wie Norwegen, wo wir schon das erreicht haben, oder in China oder der Märkten in der EU, da sehen wir das schon. Das ist aber auch etwas, wo ich sagen muss, das kann natürlich dann auch, also durch politische Entscheidungen kann das einerseits beschleunigt werden, aber es kann natürlich auch wieder abgedreht werden, ja. Und das geht auch in diese Frage von vorhin rein, in die Irreversibilität oder Veränderung sozusagen. Dankeschön. Dann, Herr Donges, eine Frage an Sie. Das PIC listet, also das PIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, listet 17 mögliche Kipppunkte auf. Sie sprechen von 25. Woher kommen diese 8 zusätzlichen Kipppunkte? Genau, das liegt hier jetzt im Prinzip daran, dass diese Anzahl 17, die basiert auf einem Paper von, was letztes Jahr in Science veröffentlicht wurde, von David Armstrong McKay et al., wo ein erster Versuch unternommen wurde, diese Klimakipppunkte zu katalogisieren und den letzten Stand der Wissenschaft zusammenzuführen. Jetzt ist dann mit dem Global Tipping Points Report, muss man sich vorstellen, da haben ja 200 Autoren dran gearbeitet. An dem Paper letztes Jahr haben vielleicht 15 gearbeitet und dadurch ist einfach nochmal ein größerer Stand des Wissens erfasst worden. Und deshalb ist man hier, hat man einige im Detail, hat man einige zusätzliche Systeme, wurden mit aufgenommen als mögliche Kipp-Systeme. Allerdings, was mir wichtig ist, nochmal zu betonen, dass die robuste Aussage, dass bestimmte Systeme wie die großen Eisschilde auf Grönland, der Antarktis, die atlantische Umweltströmung, der Amazonas-Regenwald und so weiter, diese Kernkipp-Elemente, die sind dieselben geblieben, ne? Und das sind dann eher so kleinere Sachen wie zum Beispiel Trockenökosysteme oder diese Meeressalzwasserwiesen. Die sind dann dazugekommen, die sind sozusagen erstmal nicht ganz so zentral wichtig. Dankeschön. Herr Lohmann, mich würde interessieren, dieser Bericht fasst jetzt ja zwei ganz unterschiedliche Arten von Kipppunkten zusammen, die auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen beruhen, die sozialen und die Kipppunkte des Erdsystems. Wie bewerten Sie, dass das jetzt beide in einem Bericht zusammengefasst werden, als so ein bisschen, als wäre es ein und dieselbe Dynamik, die dahinter steht? Ich finde das sehr interessant und ich denke auch die Menge an Arbeit, die da reingeflossen ist, um eine gewisse Synthese zu schaffen, das finde ich sehr bemerkenswert. Und für mich ist allerdings das Kipppunkt oder dieses Kippelemente ist mehr als Metapher für mich gemeint. Also es ist ja klar, dass ein komplexes System nicht auf irgendwie sowas Deterministisches abgebildet werden kann, dass man genau feste Grenzwerte hat. Also das ist in der Physik nicht so und ich vermute in Sozialwissenschaften erst recht nicht. Also das ist praktisch, also für mich ist das praktisch eine Projektion oder ein Versuch, unter dem Konzept ganz viel zu fassen. Aber es ist ja klar, dass das eher eine Metapher ist, man kann sich das im Klimasystem so vorstellen, es ist ja hochvariabel. Das heißt, wenn da 3 Grad steht oder so, ist nicht genau 3 Grad gemeint, weil das System ja stark fluktuiert. Das fluktuiert ja auch plus minus 1 Grad, also einfach natürlich. Das heißt, es geht dann eher um Abschätzungen, Wahrscheinlichkeiten und sowas. Und da ist dieser Metapher von einem Kipppunkt ist, glaube ich, sehr gut auch für die Kommunikation von Wandel und von Irreversibilität. Also das ist einfach ein sehr geeignetes Kommunikationskonzept, aber man muss natürlich bei solchen Metaphern immer aufpassen. Oder bei jedem Metapher ist es so, dass er recht natürlich auch wieder Widersprüche und die sind auch gut. Und ich vermute mal, dass das in diesen Disziplinen auch unterschiedlich gehandhabt wird. Das würde mich auch interessieren, wie man an solche Forschung rangeht in unterschiedlichen Disziplinen. Wie geht man mit solchen Widersprüchen um? Weil es ja nicht passen kann. Also so ein Kipppunktkonzept kann nur bestimmte Facetten der Forschung abbilden. Frau Zim, würden Sie dem so zustimmen? Sehen Sie die Kippelemente im sozialen Bereich eher als Metapher?
Also da kenne ich mich zu wenig aus. Da habe ich letztlich Fragen, wie man das darstellen kann. Es hört sich für mich sehr plausibel an und ich finde es auch wirklich interessant, dass man unter dem Aspekt so einen Riesenbericht erstellt hat. Aber ich kann das nicht beurteilen. Also ich kann das nur im Bereich der Naturwissenschaften und da wiederum auch nur einen kleinen Teil beurteilen. Ja, danke. Daher die Frage an Frau Zim. Sehen Sie das eher als Metapher, die Kippelemente in Ihrem Bereich? Ich würde sagen, es ist eben ein sehr, so wie Herr Lohmann gesagt hat, ein sehr gutes Kommunikationstool, um verschiedene Konzepte, die alle sich darum beschäftigen, sich damit beschäftigen, wie man eben exponentielles Wachstum, sehr raschen Handel gesamtheitlich anschauen kann, wie man das kommunizieren kann. Und man kann dann darum eben deswegen habe ich auch vorhin gesagt, diese förderlichen Bedingungen, die Akteure, das kann man alles um diese Kipppunkte zusammen in ein Bild packen sozusagen. Also ob das jetzt eine Metapher ist oder nicht, da möchte ich jetzt gar nicht in die Definition reingehen, da würden dann wahrscheinlich wieder irgendwelche anderen Sozialwissenschaftler oder Sprachwissenschaftler sagen, was ist eine Metapher oder so. Aber so, wir hatten so viele verschiedene Disziplinen, dass ich da sagen muss, ja, es war auch ein weiter Weg, dass wir die dann alle an einen Tisch gebracht haben, dass wir ein gemeinsames Bild hatten und dass wir das dann auch sozusagen nach außen hin tragen können. Eine Nachfrage, die ich gerne an Herrn Donges stellen würde, wird das arktische Meereis und Permafrostböden nicht mehr als Kippelemente betrachtet? Warum nicht? Wobei ich glaube, Permafrostböden tauchen doch auf, aber für das arktische Meereis gilt die Frage dann noch. Genau, das ist einfach aus der, ich bin selber, muss ich dazu erstmal sagen, kein Experte für Meereis. Da könnte sicherlich Herr Lohmann noch mal mehr zu sagen, aber es ist aus verschiedenen Gründen. Es war mal ursprünglich in der Liste drin, also bei den ersten Publikationen, die es gab in den 2000er Jahren, in der Liste von Kippelementen. Es wurde dann irgendwann rausgenommen, insbesondere das arktische Sommermeereis, weil das ja jedes Jahr wieder neu wachsen kann. Ja? Und dann gibt es, das ist ein Beispiel, weil es einfach nicht diese Irreversibilität zeigt, selbst auf kurzen Zeitskalen nicht. Und beim Permafrost ist es so, da wurde jetzt einfach eine differenziertere Betrachtungsweise angewendet, dass man gesagt hat, es gibt ja verschiedene Arten, ganz unterschiedliche Arten von Permafrostsystemen, und es gibt eben insbesondere wo es gibt Permafrostsysteme, wo es eben Rückkopplungsprozesse gibt, die zu einem abrupten, schnellen Tauen führen können. Und das sind dann eben die jetzt auch in dem Bericht als mögliche Kippsysteme gelistet werden, während es halt andere, auch große Teile gibt, wo es diese positiven Rückkopplungen nicht in der Form gibt. Und deshalb sind die dann nicht mehr in der Liste von Kippelementen drin. Herr Lohmann, haben Sie dem Noch was was? sagen, weil, also ich glaube, dass auch das arktische Meereis, da kann es durchaus irreversible Änderungen geben. Aber ich glaube, in der Gesamtheit, genau was Sie sagen, da kann, wenn es wieder kälter wird, wird sich das Meereis auch wieder bilden. Und allerdings, auch da würde ich sagen, das letzte Wort ist dann noch nicht gesprochen. Letztlich muss man dann gucken, wie sind eigentlich die Ozeanströmungen, wenn das Meereis ganz weggeht, die Schichtung im Ozean, wie ändert die sich, welche Bedingungen herrschen dann vor, dass sich vielleicht wieder Meereis aufbauen kann, in meinen Augen noch nicht erforscht. Das andere mit dem Permafrost, da bin ich auch beteiligt an der Arbeit, da hat man eher gesehen, dass das globale System, also wenn man mittelt über den gesamten Globus, also die Nordhemisphäre, dass man da nicht von einem Kippelement sprechen kann, aber im Regionalen schon. Also das ist oft sozusagen, es gibt Elemente, die irreversibel sind, aber es mittelt sich auch vieles weg, wenn man über die gesamte Nordhemisphäre mittelt. Das heißt, es ist auch letztlich eine Frage der räumlichen Heterogenität. Also wie mittelt man über das gesamte? Also es ist recht interessant, aber letztlich dadurch auch komplex, das System. Dankeschön. Ich habe eine Frage zu den Empfehlungen an die Politik, von denen der Bericht ja eine ganze Reihe ausspricht. Da sind dann so Empfehlungen drunter, wie aus den fossilen Energien auszusteigen, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen, auf E-Mobilität zu setzen. Und jetzt wirken diese Empfehlungen eigentlich nicht besonders neu, sondern es sind dieselben Empfehlungen, die man auch generell im Kampf gegen den Klimawandel aussprechen würde. Inwiefern ist der Kampf gegen Kipppunkte jetzt anders als der Kampf gegen den Klimawandel?
Herr Donges, Frau Zim, ich weiß nicht, wer darauf antworten möchte. Herr Donges? Ja, also ich fange gerne an. Ich denke, das ist nochmal eine, also zum einen bringt es nochmal für mich eine besondere Dringlichkeit in den Kampf gegen den Klimawandel. Das ist eben möglicherweise, und das zeigt ja die aktuelle Forschung, obwohl es große Unsicherheiten gibt, gibt es durchaus die Möglichkeit, dass Kipppunkte in auch größeren Systemen, die auch, wie zum Beispiel dieser Subpolarwirbel im Nordatlantik oder die Teile der Eisschilde, dass die schon in diesem Jahrhundert Kipppunkte überschreiten können. Und wenn dann die Temperaturen nicht relativ schnell wieder runtergebracht werden, zum Beispiel durch negative Emissionen, da ist man dann beim Thema Overshoots, was ja jetzt auch in Doha viel diskutiert wird. Wenn das nicht passiert, dann ist man eben jetzt schon in möglicherweise in wenigen Jahrzehnten, bringt man das ganze Erdsystem auf einen anderen Pfad, der dann einfach auch viele Probleme für zukünftige Generationen mit sich bringt. Und wenn man das noch verhindern will, muss man eben noch schneller handeln, als wenn die Veränderungen eher inkrementell wären im Klimasystem. Das bringt für mich diese Dringlichkeit rein. Und es ist eben auch auf der Impact-Seite gibt es natürlich, auf der Seite der Klimafolgen, gibt es natürlich auch bei einem graduellen Klimawandel, wir wissen, dass die Extremereignisse auch nicht linear zunehmen, selbst mit einer graduellen Erwärmung zum Beispiel, das sehen wir ja auch heute schon. Und dass diese Kippelemente, die können das aber nochmal überlagern durch nochmal eine besondere Dimension von qualitativer Veränderung. Also dass sich zum Beispiel bei einer Veränderung der Ozeanströmung im Nordatlantik wirklich das ganze Wetter- und Klimamuster über Europa verändern kann, auf eine ganz grundlegende Art möglicherweise. Das verstehen wir heute noch gar nicht, wie das dann aussehen würde. Und da fängt die Forschung ja auch erst an, wirklich zu gucken, mit Modellen der Klimafolgenforschung dann auch zu gucken, was würde das dann für Bedeutung haben für die Natur? Also welche Vegetation wächst dann überhaupt noch wo? Wie ist die Landwirtschaft? Wie müsste die Landwirtschaft dann komplett umstrukturiert werden? Die Wasserversorgung und solche Dinge. Und das sind alles, es ist einfach nochmal eine besondere Dringlichkeit, die da entsteht. Und ich glaube, das versucht der Report jetzt auch dann reinzutragen in die Klimaverhandlungen. Dankeschön. Kann ich dazu was ein bisschen widersprechen? Oder? Ja, gerne. Also ich finde auch das Konzept hilfreich und auch um diese langfristigen möglichen Stabilitätssachen zu verstehen. Auf der anderen Seite suggeriert es auch, oder muss man aufpassen, dass man, wenn man unter bestimmten Schwellenwerten ist, dass man in der Sicherheit lebt. Und das haben Sie so nicht gemeint. Aber ich glaube, man muss in der Kommunikation von Klimawandel höllisch aufpassen mit den Kipppunkten. Was betrifft denn die Leute am meisten erstmal? Sind doch Extremereignisse. Und also hängt davon ab, wo man lebt. Hier an der Küste natürlich auch Meeresspiegel. Aber Extremereignisse merkt man relativ schnell. Gibt es kältere oder wärmere Sommer und Winter und Trockenheit? Und da gibt es auch nichtlineare Effekte, die nichts mit Kipppunkten zu tun haben. Und also Trockenheiten und oder auch was im Ahrtal passiert ist. Also das heißt, wir sind eigentlich mittendrin im Klimawandel. Man muss höllisch aufpassen bei der Kommunikation von Kipppunkten, dass nicht der Eindruck entsteht, dass wenn wir unter 2 Grad oder so sind, dass wir dann auf einem sicheren Weg sind. Also da muss man, glaube ich, eher aufpassen. Da eignet sich meines Erachtens das Kipppunktkonzept nicht. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen dem entgegensetzen und sagen, nein, wir sind eigentlich schon mitten im Klimawandel und die Extremereignisse nehmen zu, obwohl wir noch nicht so gravierende Änderungen wie den Verlust des des antarktischen Inlandeises haben. Herr Donges, was sagen Sie denn zu der Kritik an der Kommunikation über Kipppunkte? Dass die Auswirkungen davon erst über Jahrhunderte spürbar sind und deswegen uns jetzt die Menschen, die jetzt leben, gar nicht betreffen. Stimmt das so? Also ich würde da sagen, also zum einen stimme ich auch Herrn Lohmann zu. Also das sollte nicht dazu führen, dass man glaubt, dass wir uns jetzt in einem sicheren Bereich finden in Bezug auf den Klimawandel. Und ich glaube, dass ist auch nicht die Intention der Forschung oder der zu Klimakipppunkten oder auch dieses Berichtes. Aber es ist natürlich möglich, dass das so rüberkommt, dass das in der Kommunikation so rüberkommt. Dem muss man immer entgegenwirken. Dann nochmal zu den Zeitskalen. Das ist in dem Bericht auch sehr detailliert untersucht worden für die verschiedenen Arten von Kipppunkten, was denn da die Zeitskalen sind, auf denen die Kipp-Elemente dann wirklich ihren Zustand verändern. Ne? Von dem heutigen Zustand
zu einem möglicherweise ganz anderen Zustand. Ein Beispiel, ein Eisschild heute ist es weitgehend intakt, wie das grönländische Eisschild. Der alternative gekippte Zustand würde ja möglicherweise in einem Zustand bestehen, wo es fast kein Eis mehr auf Grönland gibt. Es gibt aber auch so Zwischenzustände möglicherweise. Und wir wissen jetzt aus der Forschung, da gibt es große Unsicherheiten. Manche dieser Kippelemente brauchen tatsächlich sehr lange Zeit, um eben ihren Zustand, diesen Regime-Shift in einen anderen Zustand zu durchlaufen. Bei den Eisschilden spricht man da ja von mehreren tausend Jahren. Das ist auch konsistent mit erdgeschichtlichen Beobachtungen, also Paläoklima-Daten, die man hat aus der Geowissenschaft, wo man eben auch sehen kann, wie das in der Vergangenheit schon mal war. Wir wissen aber auch, die Eisschilde sind eben das langsamste System eigentlich, was als Kippelement behandelt wird. Wir wissen, andere Systeme, gerade auch die biologischen Systeme, können teilweise da kann das viel schneller gehen. Und da sprechen wir bei den borealen Nadelwäldern, beim Amazonas-Regenwald, aber vielleicht auch insbesondere bei den Korallen, kann das ja innerhalb von wenigen Jahren passieren. Wenn dann die Temperaturen sehr stark hochgehen, dann sterben die Korallen eben ab. Dann gibt es diese Korallenbleichereignisse. Bei den Nadelwäldern und beim Amazonas-Regenwald kann man da auch mehr von Jahrzehnten vielleicht maximal sprechen, ne? Das heißt, es ist nicht so, dass alle Kippelemente erst in Hunderten von Jahren relevant werden, sondern manche sind eben auch schon in wenigen Jahren, möglicherweise würde man das merken, ja. Dankeschön. Dann noch eine letzte Frage, bevor wir in die Abschlussrunde gehen. Frau Zimm, ein Journalist fragt, ob es ein historisches Beispiel für einen positiven sozialen Kipppunkt gibt, der sich für die Kommunikation als motivierendes Beispiel eignen würde. Ja, also es werden oft die Veränderung von Normen als Beispiel genommen. Also dass es Dinge gibt, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass das mal die soziale Norm war. Also da könnte man nehmen als Beispiel die Abschaffung der Sklaverei oder auch Frauenwahlrechte, die sich dann einfach etabliert haben und die wir jetzt als Norm ansehen, wenn Sie da als positives Beispiel sagen wollen. Raucherschutzgesetze oder Antiraucher, je nachdem, von welcher Seite man hinkommt, das sind auch Beispiele, wo sich einfach die soziale Norm verändert hat. Und die Frage ist eben in die Zukunft, wie schaut dann unser Alltag in 50 Jahren aus? Was ist dann noch die Norm? Wie gehen wir da um mit dem Klimawandel? Das ist ja auch eine Hoffnung, dass sozusagen das Naturschutz, Klimaschutz eine Art neue soziale Norm wird. Ja. Dankeschön. Damit unsere Abschlussfrage. Herr Lohmann, Sie haben die eben schon fast beantwortet. Ich stelle sie nochmal an Sie. Vielleicht haben Sie noch was zu ergänzen. Und zwar, welche Missverständnisse gibt es über Kipppunkte, die JournalistInnen in ihrer Berichterstattung vermeiden sollten? Nein, ich finde es ein sehr geeignetes Konzept, um Klimawandel oder auch einen anderen Wandel verständlich zu machen. Aber das System ist eben auch stochastisch, also fluktuiert. Das heißt, man hat sowas wie Wahrscheinlichkeiten. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert? Und das wird durch das Konzept jetzt nicht besonders gut abgebildet. Da gibt es bessere Konzepte für. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass solche metaphorischen Aussagen eben auch Limitationen haben. Und ja, nicht davon ausgehen, dass wenn man unter 2 Grad ist, dass wir in einem sicheren Bereich sind. Also die sind keine festen Zahlen. Es gibt sozusagen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass meinetwegen extreme Ereignisse passieren. Das, denke ich, ist wichtig. Dankeschön. Herr Donges, auch die Frage an Sie. Was würden Sie den JournalistInnen gerne an die Hand geben? Welche Missverständnisse sollten Sie vermeiden? Ich glaube, dass was ein Missverständnis, was ich oft, dem ich oft begegnet bin in den Medien, aber auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Literatur, ist ja, oder das vielleicht auch einfach unterschiedliche Definitionen, dass Kipppunkte zwangsläufig irreversible Veränderungen bedeuten müssen und eben auch zwangsläufig abrupte, also sehr schnelle Veränderungen. Und das sind eben beides Dinge, die eben nicht gemeint sind in der Definition, wie wir sie jetzt in dem Global Tipping Points Report vorschlagen, dass, wie Frau Zimmer auch schon gesagt hat, man kann das im Glossar nachlesen. Es ist auch in der Einleitung, im Einleitungskapitel des Reports, ist das sehr genau alles definiert und erklärt. Die Kipppunkte sind eben so definiert, dass eben in der Nähe eines Kipppunktes eine kleine Veränderung, eine kleine Überschreitung langfristig oder nach einer bestimmten Zeit zu einer qualitativen Veränderung des Systems führen kann. Aber es ist erstmal nicht gesagt, dass diese Veränderung eben schnell sein muss, im Sinne von in wenigen Jahren oder so. Und es ist auch nicht gesagt, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das sind dann immer zusätzliche
Eigenschaften. Das heißt, es gibt Kipppunkte, die zu abrupten Veränderungen führen, es gibt Kipppunkte, die zu irreversiblen Veränderungen führen, aber sie müssen das nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das sehr klar kommuniziert. Dankeschön. Frau Zimm, die Frage auch an Sie. Was würden Sie den JournalistInnen noch raten für die Berichterstattung? Ja, ich glaube, es ist jetzt so, dass wir gute Beispiele haben. Gerade jetzt, ich kann ja sprechen nur für die sozialen und wirtschaftlichen Systeme. Es gibt schon Beispiele von positiven Kipppunkten. Das ist gut und schön und das hilft uns sozusagen. Aber gleichzeitig gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten, wo wir noch positive Kipppunkte sozusagen ernten, also die Früchte dieser möglichen Kipppunkte ernten können, um diesen schnellen Wandel. Weil im sozialen Bereich, weil wir die Emissionen reduzieren müssen, geht es auch sehr viel um Schnelligkeit. Da geht es ja dann auch wieder um die Dringlichkeit, die Jonathan erwähnt hatte. Also das heißt einerseits diese Sache, es gibt schon Beispiele dafür. Es ist ein Konzept, wo wir empirische Daten haben, dass es schnellen Wandel geben kann. Aber gleichzeitig müssen wir auch viel tun, dass wir die Möglichkeiten haben, dass wir die dann auch umsetzen in anderen Bereichen. Das ist etwas, was finde ich, wir sollten uns jetzt nicht ausruhen darauf, nur weil es in manchen Bereichen, weil wir das schon sehen in manchen Bereichen, wir müssen das ausbauen. Und dann eben auch so, wie Jonathan gesagt hat, dadurch, dass es um jedes Zehntel Grad von Temperaturanstieg geht und wir alles den reduzieren müssen und jegliche Emissionen wie möglich nur vermindern müssen. Es ist gut, wenn wir diese positiven Kipppunkte haben, aber auch zusätzlich inkrementeller Wandel, Gradual Change ist auch, also alles, was wir tun können, um einfach diesen zusätzlichen Temperaturanstieg zu erreichen, ist gut. Es sollen ja nicht Konzepte miteinander ausgespielt werden. Dankeschön. Damit würde ich die Diskussion an der Stelle gern beenden. Danke an Sie drei für Ihre guten Statements. Danke an die JournalistInnen für die Fragen. Noch zwei Hinweise, die ich gerne nochmal wiederholen würde. Die Videoaufzeichnung von dieser Veranstaltung schicken wir Ihnen in den nächsten Stunden zu. Ein Transkript finden Sie morgen auf unserer Webseite und ein maschinell erstelltes Transkript können Sie bei uns anfragen, wenn Sie es schneller brauchen. Außerdem nochmal der Hinweis, der Bericht und alle Aussagen, die hier getätigt wurden, stehen unter Embargo bis heute Nacht um 1 Uhr. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß beim Berichten und bis bald.